Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Transport Fever. Ja, letzten Folge bankrott. Jetzt ein Neustart. Und zwar habe ich mir den Zufallgenerator rausgesucht. Und das würden wir jetzt auch wieder nehmen. Wir lassen sonst alles so weiter. Bleiben bei Asien. Schwierig machen wir aber weg. Wir machen wieder auf Mittel. Wir haben ja nichts zu verlieren. Fuß tust. Und werden jetzt auch direkt so starten. Ja, letzte Folge neu angefangen und bankrott gegangen. Also jetzt nochmal Neustart. Wir brauchen noch ein paar Errungenschaften. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was wir überhaupt noch offen haben. Aber auch so muss ich sagen, macht das Spiel Spaß. Nur in der letzten waren wir ja ein nur dem Bus gewidmet. Gut. Also wir haben noch offen Kampagnen, aber wie gesagt, die mache ich alleine. Dann haben wir noch 1500 Einwohner. Und erreiche in einem freien Spiel monatliche Wartungskosten von 200 Millionen. Gut, ja, dann wollen wir mal starten, ne? So, gucken wir mal. So, wir machen mal ganz kurz Pause. Und dann schauen wir mal ein bisschen rundherum, was wir denn hier so Schönes finden. So. Okay. Also ich würde wieder was mit was Einfachem anfangen. Das wäre Brot oder sowas. Also hier wäre Brot. Erzeugung. Wo hatten wir noch einen? Da hätten wir noch eine Broterzeugung. Ich glaube, den nehmen wir. Ich glaube, den nehmen wir auch. So, ja, mit unseren neuen Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben in den letzten Folgen, würde ich das Ganze einfach mal starten. Und zwar, 160 Meter, hört sich erstmal gut an, und machen hier einen hin und dort einen hin. So. Wir werden einmal einen kleinen Zug dahin fahren lassen. So. Klack, klack. Nichts Außergewöhnliches. Einmal rundherum. Ja. Machen hier noch ein Depot hin. So. Ein kleines Depötchen. Und dann wollen wir hierhin. Okay, wenn wir das haben, machen wir noch eine Linie. Und zwar von hier hoch nach dort. Wir sagen hier auch direkt schon, es darf nur geladen werden auf der einen Seite. So, zwei Spuren haben wir noch nicht. Wir fangen ganz leicht an. So, einen Zug. Ich weiß nicht, wie viele Waggons. Wir nehmen erstmal 4. Okay, wir nehmen doch die 4. So, und lassen den da drauf fahren. Gut. Okay, ja, let's go, ne? Let's go. So, jetzt können wir schon überlegen, was wir als nächstes machen. Erweitern wir direkt zur Stadt, dass die das kriegen. Das wären 28 Stück, die bekommen könnten. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, hört sich sogar sehr gut an. Wir gucken mal, was es bringt. Aber wir können eigentlich schon erweitern. So, also heißt Güterplattform. Das und das. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir machen es aber so. Dann können wir nämlich direkt daneben auch nochmal was bauen, wenn es sein muss. So.
Okay. Okay, in der City bauen wir eine Haltestelle, die ein Kopfbahnhof ist, die wiederum aber auch dann später alles kann. Also müssen wir ein bisschen überlegen, wo wir es bauen. Hier wäre tatsächlich gerade am günstigsten und deswegen werden wir es hier nach da bauen. Wir werden es an die linke Seite anbauen, aber die Rest der Seite können wir ja noch erweitern, wenn wir wollen. So. Klack. Ich glaube, diese Strecke wäre aber am günstigsten tatsächlich mit dem Auto gewesen. Wäre eigentlich richtig, ne? Huch. Moment, wir reißen das nochmal ab. Wir werden das mit dem Auto machen. Ich glaube, wir werden das hier mit dem Auto machen. So, da kommt der erste Zug. Bringt uns 28 Getreide. Wir können aber gucken, was er sagt. Also wir haben jetzt eine Rate von 29 Stück. Finanzen. Okay, er würde sogar ein bisschen Gewinn machen. Aber nur ein bisschen. So, LKW. Bauen wir ganz kurz einmal hier hin. Okay, wir bauen das nicht dahin. Wir erweitern erst die Straße hier. So, dann bauen wir das hier hin. Wir brauchen eins, das. Das sieht blöd aus. So, so sieht es schöner aus. So. Fahr mit dem Auto ganz klar hier hin. Warum baut ihr denn da eine Brücke hin? Lass das. So. Schick. Schick, 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 schick hier. Gebäude. Und zwar LKW-Entladung. Ja, einfach mal mitten rein. Scheiß drauf. Und hier oben bauen wir noch ein Straßendepot hin. Aber auf die andere Seite, so dass wir mit den Zügen keine Berührungspunkte haben. Neue Linie. Und zwar von hier nach dort. Perfekt. Holen wir uns zwei Kutschen. 1, 2. Und werden die auf diese Linie verfrachten. So. Okay, hier müssen wir natürlich noch was einstellen. Ihr lauft weiter gerne. Und zwar stellen wir hier noch was ein. Wir können von allen nehmen und wir nehmen natürlich nichts. Also hier entladen wir nur. Okay, jetzt kommt das erste Brot, ihr Schweine. Einmal drehen. Einmal drehen. Ach, er hatte sogar welche mit. Schauen wir eine an. Okay, der Zug fährt seine Runden. Sieht aber auch schon wieder so aus, als ob er keinen Gewinn machen würde, ne? Also ich glaube, die ersten Züge sind einfach wirklich dafür gedacht, dass die keinen Gewinn machen. Ganz ehrlich. Das ist ja Betrug. Betrug. Ja, oder wir bauen den halt komplett aus, aber das bringt halt auch nichts. Naja, egal. So. Okay, wir haben die erste kleine Linie fertig. Okay, was ist denn der Plan? Habe ich überhaupt einen? Ja, tatsächlich schon. Der Plan sagt wie folgt. Ich möchte gerne was testen. Und zwar würde ich gerne testen, wenn wir alle Zwischenprodukte, alle Hauptprodukte in die Mitte der Map verfrachten. Hier einen Umschlagplatz mit Zügen bauen. Und mit den Zügen das Zeug dann in die jeweiligen Dörfer verfrachten. Das wäre die erste Idee. So. Dann ist mir die Idee aber irgendwie ein bisschen zu blöd geworden. Und ich habe mir dann gedacht, okay, warum mache ich es mir so schwer? Wir bauen einfach ein Streckennetz von A nach B nach C nach D.
und schauen einfach mal, wie es läuft. Wir starten jetzt hier. Ich glaube, das hier ist okay bis jetzt. Das funktioniert, glaube ich, auch. Ja, mehr oder weniger. Das wird auch doch ein bisschen besser funktionieren. Jetzt gleich, aber alles gut. Genau. Also ich mache mir hier gerade keine Gedanken. Also keine wirklichen großen Gedanken. Das wird schon alles funktionieren. So, und von daher, wir starten einfach ganz locker, ganz easy rein. Und schauen einfach mal, was uns so dieses Spiel diesmal bietet und bringt. Ich habe auf jeden Fall wieder Bock, ein bisschen was hier mit dem Booten zu machen. Deswegen haben wir auch hier wieder Boote drin. Also da hätten wir zum Beispiel Holz. Hier hätten wir nochmal Holz. Da hätten wir nochmal Holz. Das Holz kann aber nirgendwo hin. Müssten wir vielleicht in zwei Teppen irgendwo hin verfrachten. Also sowas. Also ich möchte eigentlich gucken, dass wir ja, so viel wie möglich anbinden. Okay. Und du? Okay. Gut. Ich hab nur geguckt. Es war noch nicht irgendwas. Machen wir jetzt eine zweite Linie dahin? Also, dass die dual fahren können. Also, aktuell bringt der 51%. Also 51 pro Station. Wir müssten auf 200 kommen. 200 wären 3 Züge eigentlich, fast, oder 4 sogar. Ich weiß nicht, ob man hier 4 Züge ballern kann. Also können schon, ne? Aber... Also können schon. Entschuldigung. So, das weg, das weg. Dann bauen wir einfach mal ein zweites Gleis. Das dahin. So, dann würde ich gerne hier einmal wechseln und hier einmal gerne wechseln. Gut. Ich hoffe, da funktioniert, was ich gerade plane. Habe ich auf Pause gemacht? Warum habe ich auf Pause gemacht? So. So. Wir machen relativ viele Ampeln hin, dass wir viele Blöcke haben. Hier und hier, dass die Straße frei bleibt, falls irgendwo was ist. So. Huch. So. Okay, das haben wir. Dann müssen wir das irgendwie jetzt da dran bekommen. Das war mal wieder super geplant, muss ich sagen. Das war wieder richtig super geplant. Wirklich wie Hölle. So. Ha. Okay, funktioniert er doch. Und dann machen wir hier noch ihn dran. Krümmung zu groß. Ja. Okay, warte mal. Funktioniert doch. Was habt ihr denn? Okay, Zoe. Okay. Wir ändern jetzt zwei Sachen an dieser Linie hier. Der da. Punkt 1. Wir machen mal ganz kurz auf Pause und diesmal mit Absicht. Da wir jetzt einen klonen. So. Okay, jetzt können wir weiterfahren. Wo fährt er jetzt hin? Ich hoffe jetzt direkt nach oben.
bitte fahr nach rechts, bitte fahr nach rechts, bitte fahr nach rechts. Ja, okay, das ist schon mal gut. So, und jetzt sagen wir ihm noch hier, er darf auf jeden Fall beide Abschnitte nehmen. So. Gut. Somit hätten wir jetzt 117 als Wert. Ja, somit können wir die auch nochmal klonen. 1, 2. 1, 2. So, 6 Stück. Das haben wir jetzt erfahren. Ich denke schon, dass das funktionieren könnte und sollte. Wie viel nehmen die mit? Immer 4 Stück oder sowas, ne? Genau, 4 Stück. Die sind am Anfang sehr klein. Alles gut. So, das fährt auch. Okay, der Zug fährt gerade raus. Das sieht perfekt aus. Wir machen mal oben die Werbung weg, die nervt. Und ich werde auch immer erst abhauen. Tatsächlich an dieser Stelle, wenn es perfekt läuft. Das habe ich mir jetzt auch mal vorgenommen. Also ich würde gerne schon eigentlich schon den nächsten Step machen, aber das läuft hier noch nicht perfekt. Von daher werden wir hier auch wirklich so lange bleiben, bis es zu 100% läuft. Das bedeutet, er macht 200. Er bräuchte also noch ein Getreide, also werden wir hier den auch noch später anbinden und den auch noch hier lang jagen. Auf dieser Strecke. Vielleicht machen wir dann sogar noch ein drittes Gleis dahin. 100%ig sogar. Binden das auch noch an, dass er hier zu 100% outputtet. Von hier aus werden wir dann mit dem einen von beiden mit Autos das Zeug wegfahren. Zu den jeweiligen Standorten, wo wir hin müssen. Oder wir werden Züge benutzen. Aber das ist alles so. Ja. Alles nach und nach. Wir werden also das Ganze ein bisschen ruhiger angehen. Aber halt zu 100%. Supsi. Okay, also wir haben jetzt einen Ertrag von 95. Das würde bedeuten, ich könnte eigentlich wirklich noch 2 Züge hinmachen, dass er hier auf 100% kommt, oder was? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Sind die jetzt beide schon eine Runde gefahren? Ja, okay, er ist gefahren. Ne, er ist nur... Oder sind das 2 Runden? Ich glaube, das ist nur eine Runde, oder? Keine Ahnung. So. Also wir sind hier auf 97. Also 2 Stück könnte er wirklich noch ertragen, ne? Um hier den besten Wert rauszubekommen. Wie sieht es denn hier aus? Wie viel Prozent hast du? Du hättest 22. Okay, er fährt schon wieder nach oben. Tja. Ich glaube, von denen könnten wir wirklich nochmal klonen, ne? Wir klonen nochmal 3. Ball liegt noch relativ viel da. Ihn hier würde ich auch noch einmal klonen. Fahrzeugverwaltung klonen. Okay, wir können dann nicht mehr klonen. Haben wir kein Geld für. Na gut. Wir haben kein Geld dafür zum Klonen. Aber wir machen auf jeden Fall... Warum machen wir so viel Minus mit Unterhalt, Infrastruktur? Ich habe doch gar nichts gebaut. Ich habe ein bisschen Straße gebaut. Junge, was ist denn da los? Warte mal. Steht hier ein Preis dran, was die Straße kostet? Weil... Also so viel möchte ich eigentlich nicht bezahlen dafür. Da. So, warte mal.
Also ganz ehrlich, nö, 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 das möchte ich nicht bezahlen. Das möchte ich so nicht bezahlen. Mal gucken, ob es drunter geht in der nächsten, im nächsten Jahr. Aber das ist mir zu teuer, ganz ehrlich. Das, nö, nö. Das sehe ich nicht ein, hier $10,000 für irgendwas zu bezahlen. Machen wir überhaupt Gewinn? Zinsen, boah, die Zinsen, 50 Millionen sind aber auch, 50.000 sind aber auch Investitionen. Okay, wir würden aber, glaube ich, wir hätten minimalen Gewinn gemacht letztes Jahr. Minimalen Gewinn. Wir hätten letztes Jahr minimalen Gewinn gemacht. Das ist doch schon mal sehr gut. Mit der Straße hätten wir aber auch Gewinn gemacht. Also so ist es nicht. Also wir hätten schon mit beiden Gewinn gemacht, aber ich bezahle auch keine $10,000 für zwei Gebäude. Aber es ist nicht wirklich runtergegangen, oder? Nee. Das ist hart. Das ist hart, dass diese zwei Gebäude hier 10.000 kosten? Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Okay, aber egal. Da kommt die nächste Ladung. Getreide. Ich weiß nicht, was der kostet als Klon. Also so viel auf jeden Fall nicht. Gewehren. Warte mal, was kostet das? Eine Million. Eine Million kostet der Zug so. Okay. Müssen wir ein bisschen warten. Oder wir nehmen nur mal einen kleinen Kredit auf. Aber ich würde lieber warten, glaube ich. Was würdet ihr machen? Also würdet ihr eher warten oder würdet ihr den Kredit aufnehmen? Also bringt der Zug mir so viel, dass der Kredit sich... Also er hier zum Beispiel gar nicht. Er hat hier fast plus minus null. Aber es liegt einfach daran, dass er den einen Monat nur einmal gefahren ist. Die andere Frage, die ich mir gerade stelle, was passiert? Also wenn ich jetzt zwei Waggons dran mache, würde er natürlich mehr transportieren, das ist mir klar. Aber er würde halt viel, viel langsamer sein. Tja. Also ich könnte noch mal überall zwei Züge dran machen, also zwei Waggons. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. So, bei ihm machen wir das auch dann gleich, sobald wir ein bisschen Geld haben. Ich weiß nur nicht, wie viel da reinbringt. Ich glaube, keine 200.000, oder? Nö. Nö, hat er nicht reingebracht. Ist der andere schneller da als der andere? Oh, das müssten wir jetzt mal testen. Also die Anfahrt, die dauert jetzt natürlich viel, viel länger, ne? Also man merkt das. Wann er auf Höchsttemperatur, auf Höchsttempo ist. Also man merkt das schon gewaltig. Aber den anderen werden wir auf jeden Fall auch upgraden, hundertprozentig. Mal gucken, was er jetzt bringt. So. Warte. Stopp. Dreh dich nochmal um. Ach, jetzt habe ich dem anderen 8 gegeben, oder was? Oh, ich bin so ein Doof. Ich bin so ein Doof. Ich bin so ein Doof. Ja, dann kannst du... Oh, ich bin so ein Doof. Jetzt hat der 8. Oh, Mann. Na gut. Dann hat der jetzt halt 8. Dann hat der jetzt halt 8. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Scheiße.
Oh Mann. Oh Mann. Himmelgott. Das kann auch nur wieder mir passieren, wirklich. Das ist so traurig. Naja, er hat jetzt auf jeden Fall gleich 56 Getreide mit. Die dürften ein bisschen Gewinn machen. Ich glaube aber wirklich, dass zwei Züge mit vier Waggons eine bessere Variante ist. Weil er kommt ja gar nicht aus dem Schuss. Also der erste Zug 2 wird gleich einholen und dem dann die ganze Zeit hinten in die Schlappen fahren. Ich glaube nicht, dass es so viel Unterschied macht. Er wird dieses Jahr auch nicht mehr reinfahren, also unwahrscheinlich. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Er fährt nämlich jetzt rein. Und bringt dieses Jahr noch. Ja, er bringt dieses Jahr noch. Das hat sich doch gelohnt. Oder du fährst nochmal zurück. Okay, das bringt nichts. Okay, weiß ich nicht. Okay, planen wir aber in der nächsten Folge weiter. Du kannst wieder umdrehen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit dem Transportfieber. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dahin, tschüss.